Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ätna bricht aus. In der letzten Folge ein bisschen durchgedreht, aber man muss geguckt, weil irgendwie diese Akten haben mich nicht in Ruhe gelassen. Und vielleicht bringen sie uns doch noch was. Und ich vermute auch, dass mit der Tonerde können wir vielleicht einen Abdruck oben machen von dem Schlüssel. Denn wir sollen ja irgendwie das Gold schmelzen, um den Schlüssel zu machen. Da brauchen wir ja irgendwie dann auch noch einen Abdruck führen, ne? Also ich habe nämlich hier nochmal reingeschaut. Mal sehen. Und tatsächlich. Wieder nur Akten. Hey, das sieht Aber. super aus. Da ist ein Register mit den aktuellen Insassen. Daneben steht, wo ich die entsprechenden Krankenakten finden kann. Ein paar von den Namen kommen mir bekannt vor. Eigentlich finde ich ja nichts langweiliger als Akten. Aber in fremden Krankenakten zu schnüffeln ist so herrlich verboten. Also, wessen Krankengeschichte gucke ich mir an? So, und da habe ich dann wieder das neu gestartet, weil wollte ich ja mir nicht vorwegnehmen. Schauen wir mal. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name, der Mann mit dem Bienenkostüm. Okay. Erstes Haustier, ein schwarzes Pony. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Und das reicht, um da reinzukommen. Mit Adrian. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Droggebecher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name Droggelbecher. Erstes Haustier, ein grüner Hund. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Tja. Und mehr steht hier nicht. Aber wir können ja Peter noch. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name Peter. Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Einmal noch Oti. Oti. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name Hoti. Erstes Haustier, eine gelbe Ratte. Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Also ich vermute ja, dass wir vor allem die von König Adrian brauchen, denn Adrian ist ja noch der, von dem wir was Das brauchen. soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere: Name Adrian, König des Aufenthaltsraums. Erstes Haustier, eine rote Katze. Eine Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. rote Und Katze. mehr steht hier nicht. Mann, Mann, Entschuldigung. Zweiter ausgewählt. Boah, Entschuldigung, ich hab gerade. Uns gleich wieder. So, es hat gerade so ein Stechen im Hals. Da konnte ich einfach nicht mehr weitermachen. Muss jetzt noch was trinken, aber weiter. Wir haben nämlich hier alle eigentlich durch, ne? Den Bienenmann, da haben wir den Ohrenschmalz oder auch den Bernstein bekommen. Den Drogebecher kriegen wir nichts mehr von. Peter haben wir schon durch. Den Mann mit dem Bienenkostüm. Immer noch Oti haben wir das Bettlaken her. Und der König Adrian. Den müssen wir irgendwie noch besiegen. Wir brauchen die Medaille. Und das heißt, vielleicht kann ich. Na komm. Kann ich hier raus? Hallo? So, geh zur Tür.
Mann, Mann, Mann. Und zwar, denn wir haben ja diese Farben von den Haustieren. Die Frage hatten wir ja, wurde uns ja gestellt bei der Gruppentherapie, ne? Ich bin jetzt falsch. Sieh hier lang, ne? Und vielleicht können wir damit irgendwas anfangen. Denn da wurde ja gefragt, wie der Rettich, ob der Rettich blau ist, grün ist, rot ist, ob der Dorsch ocker gelb ist, weiß ich nicht. 5000 Zeilen. Alleine im ersten Ganz Akt merkwürdig. habe ich mir sogar gedacht. Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte. Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Ja, bitte. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen. Sehr Ja? gerne. Wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Bin Adrian, König des Bitte, Aufenthaltsraums. Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer als zweites beim Ich wurde beim ausgewählt. Sportunterricht immer als zweites Das habe ich ausgewählt. aufgeschrieben. Als zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Was? Aber rote Katze aufgeschrieben. Nein. Nein. Rot. Rot. So. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze... Wenn Sie nicht wieder... Nein, 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 nein. Wieder zurück. Ich muss wieder zurück, denn ich brauche wohl die ganzen... Ist das nicht wahr? Also hier ein bisschen Platz schaffen, dass ich mir das Zettel zurechtlegen und dann. Also wir haben die rote Katze und dann müssen wir gucken, was da als nächstes, was der Hund gewesen wäre und so. Schauen wir mal an. Also der Mann mit dem Bienenkostüm. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name? Der Mann mit dem Bienenkostüm. Erstes Haustier? Ein schwarzes Pony. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als erstes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Schwarzes Pony. Erster. Den König Adrian hatten wir ja schon. Dann, der hat ja einen roten, eine rote Katze. Droggebecher. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Droggelbecher. Erstes Haustier, Droggebecher. ein grüner Ein Hund. grüner Besonderheiten, wurde beim Sportunterricht immer als drittes ausgewählt. Hund. Und mehr steht hier nicht. Dann haben wir Peter. Das soll eine Krankenakte sein? Ich zitiere. Name Peter. Erstes Haustier, ein blauer Goldfisch. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als vorletztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Ein Goldfisch, ein blauer Goldfisch und Hoti. Was mit dir? Das soll eine Krankenakte sein? Ja. Ich zitiere. Name Hoti. Ja. Erstes Haustier? Eine gelbe Ratte. Besonderheiten? Wurde beim Sportunterricht immer als letztes ausgewählt. Und mehr steht hier nicht. Alles klar. Jetzt sollte es doch vorangehen. Kommt schon, kommt schon. Los geht's. Nein.
durch, dann ging es da längs. Und dann hier natürlich wieder. Nee, so eine richtige Tür. Ich dachte, ich hätte wieder die falsche Tür erwischen bei meinem Orientierungssinn, der einfach nicht vorhanden ist. Sehr interessant. Aber was, ja, bitte, wollen Sie sich. Ja. Warum bitte. Sehr. Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Ich bin Adrian. Erzählen Sie doch bitte. Mal als zweites ausgewählt worden. Ich werde beim Sportunterricht immer als zweites ausgewählt. Als zweites. Ich verstehe es. Mhm. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün. 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 So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Was? Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Könnte ich eigentlich die anderen auch noch heilen? Sehr interessant. Aber ja, wollen Sie. Daumen nicht hier. Sehr gut. Jetzt zum Beispiel. Da wären. Was denn? Den. Ich bin Bienen. Ich verstehe. Erzählen Sie doch. Immer als erstes. Kommen wir. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine. Katze wäre rot gewesen. Rot, rot. So, der Fall ist klar. Ihr Vater war ein Imker. Eines Tages hat er sie in einem Bienenstock vergessen. Das haben sie ihm nie verziehen. Seither zeigen sie ihm ihren Protest, indem sie ein Bienenkostüm tragen. Das war's, sie sind geheilt. Sie was? Oh, ich bin baff. Das ist krass. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Und noch zuletzt machen wir doch mal das gleiche Spiel mit Doggebecher. Sehr, aber ja, bitte, wollen Sie. Darum, sehr. Na? Da wären Sie doch bitte immer so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Dritter. Was denn? Doggebecher, ich erzählen. Dritter? Als Dritter kommen wir zur nächsten. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier? Ein blauer Goldfisch. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Was? Doggebecher ist der normalste oder hier, oder was? Das ist. Keines, mich wirst. Das ist das Kurioseste. Dass Doggebecher der normalste ist. Aber wir müssen hier raus, ne? Wir müssen uns wieder erwischen lassen. Und dann. Geht es weiter? Oh oh. Ja. So. So. Und hier. Ja, bleib ich hier. Ja, vermasselt. Und ja, ja. Können wir mit Doggebecher reden und ihn heilen? Hallo, Droggy. Droggebecher. Na gut, dann halt Droggebecher. Er ist so süß, wenn er wütend ist. Nee, kann ich aber nicht. Ich kann mit ihm nicht genauer reden. So, so. Ja, ich bin. Ja, wir wissen alles, wie toll du bist. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Das wusstest du doch. Als zweiter. Zweiter? Zweiter. Als wievielter wurdest du beim Sport eigentlich immer ausgewählt? Als erster. Was denn sonst? Als zweiter? Ha!
Und was für ein Haustier hattest du? Eine rote Katze. Bissigen. Nö. Das ist nicht wahr. Nein, so ging das nicht. Welche Farbe hatte er? Was soll das hier werden? So eine Art Therapie? Ja. Naja. Dann sag du es mir. Welche Farbe hatte er? Rot. Rot. Wow. Du hast recht. Ich fühle mich plötzlich so. So verstanden. Na? Und alles ist plötzlich viel klarer. Und es war kein Hund? Ja. Katze. Ich wurde zweimal hintereinander von ein und demselben Blitz getroffen. Und aus Hilflosigkeit habe ich eine Kontrollpsychose entwickelt. Ich sollte es wohl lieber ruhig angehen lassen. Ja. Nicht alles muss meiner Kontrolle unterliegen. Ja. Genau. Hey. Danke. Gerne. Du hast mir sehr geholfen. Und jetzt spielen wir? Ja. Ich will es noch ein... So, Scott. Zahl. Zahl. Tatsächlich. Ah. Jetzt ich. Ich tippe auf. Oh. Ja. Oh. Das heißt wohl, ich behalte die Medaille. Bitte? Bitte? Warum? Hä? Ich hab ihn doch jetzt... Hab ich ihn nicht geheilt? Tatsächlich jetzt nicht. Was ist das? Ah, jetzt aber. Das kann nicht sein. Juhu! Es ist Kopf. Oh. Was hat das zu bedeuten? Ich gewinne. Naja. Zuallererst bedeutet es wohl, Edna ist der King! Edna ist der King! King, 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 King! Gib mir die Medaille, du Kanaille! Dein Thron gehört jetzt mir! Wow, die Medaille ist tatsächlich aus echtem Gold! Oh, Erfolg freigeschaltet, Königin des Aufenthaltsraumes, und das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um diese Folge zu beenden. Von Edna bricht aus. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, wir werden in der nächsten Folge mit dem Ton hoffentlich funktioniert, dass wir damit den Abdruck machen können für den Schlüssel. Und dann, wie vermutet, vielleicht irgendwie das Gold in dem Ofen da schmelzen. Und dann den Schlüssel herstellen und kommen wir dann schon raus? Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge. Edna bricht aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.